Ich möchte Ihnen also auch einige Informationen im Zusammenhang mit den staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen gegen einige Beamte des BVD geben. Wie Sie ja wissen, hat es bisher dienstrechtliche Schritte gegen mehrere Personen gegeben, die von der Staatsanwaltschaft in diesem Fall als Beschuldigte geführt werden. Ich muss Ihnen heute mitteilen, dass jetzt auch der Direktor des BVD, Peter Griedling, mit sofortiger Wirkung vorläufig vom Dienst suspendiert wurde, und zwar bis auf Widerruf. Meine sehr geehrten Damen und Herren, mir ist wichtig, eines ganz grundsätzlich festzuhalten. Für alle Beschuldigten gilt selbstverständlich die Unschuldsvermutung. Für mich ist diese Unschuldsvermutung ein ganz, ganz hoher Wert. Ich habe das immer so gesehen und ich sehe das auch in diesen Fällen so. Und ich habe ein großes, großes Interesse an einer raschen, an einer vollständigen und an einer lückenlosen Aufklärung aller Vorwürfe durch die zuständige Staatsanwaltschaft. Aus meiner Sicht, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist diese Vorgangsweise der vorläufigen Suspendierung zwar bedauerlich, aber aufgrund der gegebenen Situation unausweichlich. Lassen Sie mich deshalb ein paar Ausführungen zu den Hintergründen dieser Entscheidung machen. Sie müssen wissen, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass ich selber ja den Herrn Direktor Griedling für die Weiterbestellung durch den Herrn Bundespräsidenten vorgeschlagen habe. Am 31.01. habe ich den diesbezüglich von mir selbst unterzeichneten Vorschlag dafür an die Bundespräsidentschaftskanzlei übermittelt. Der war dann dort in der Hofburg am 14.02. und er ist dann aus der Hofburg zu uns ins Haus zurückgekommen am 22. oder bei uns ist er dann in der zuständigen Personalabteilung am 22.02. Es war dann die Absicht, die Weiterbestellungsurkunde dem Herrn Direktor Griedling in einem kleinen Festakt vor Ablauf der Frist, die ja, wie Sie wissen, am 20.03. endet, zu übergeben. Aber, meine sehr geehrten Damen und Herren, in der Zwischenzeit hat sich herausgestellt, dass Direktor Griedling von der Staatsanwaltschaft als Beschuldigter geführt wird. Zum Nachweis der Wichtigkeit und der hohen Bedeutung der Unschuldsvermutung, auch für Direktor Griedling, meine sehr geehrten Damen und Herren, wurde ihm die Wiederbestellungsurkunde jetzt aber überstellt. Ja? Dennoch ist es eine Notwendigkeit, dass er aufgrund der gegebenen Situation vorläufig vom Dienst suspendiert wird. Das heißt, meine sehr geehrten Damen und Herren, durch diese Vorgangsweise ist jetzt sichergestellt, dass Direktor Griedling sofort in seine verlängerte Funktion zurückkehren kann, wenn sich die Vorwürfe gegen ihn im Zuge des Verfahrens als haltlos erweisen. Diese Vorgangsweise, die hier gewählt wurde, kombiniert beide Notwendigkeiten. Es ist auf der einen Seite das Hochhalten der Unschuldsvermutung, aber auf der anderen Seite auch die Einhaltung der Notwendigkeiten des Beamtendienstrechts.